Ja, kommen wir zu diesen dynamischen Konstruktionslinien. Ich gebe mir jetzt hier einfach mal eine Wand vor, eine Innenwand, eine 17,5er. Wenn ich jetzt hier einen Raum erzeuge, Ursprung setze mit U, in die Richtung zeigen, A, Abstand 3 Meter um 26. Die Bezugslinie mit B ändern, Bezugsseite mit B ändern, Abstand 3 Meter und 51. Und hierhin, und damit haben wir diesen Raum gesetzt. Und jetzt möchte ich hier den Raum auch hin platzieren. Ja, und jetzt kommen hier diese Konstruktionslinien zur Hilfe. Also hier haben wir jetzt diese Konstruktionslinien, die kommt von dieser Wand hier. Kann ich jetzt hier klicken. So, B, Bezugsseite, dementsprechend einstellen. Jetzt von diesem Treppenloch oder von der Treppe kommt nichts. Wenn Sie aber die Shift-Taste drücken, dann sehen Sie, dass jetzt hier auch die Konstruktionslinien kommen. Und jetzt kann ich einfach diese Wand so setzen, ohne mit Ursprung, Abstand und so weiter zu arbeiten. Machen wir es nochmal. Den Ursprung hierhin. Ich zeige in die Richtung Abstand 2,26 Meter. Und jetzt hängt sie dran. So, und jetzt können wir, ich möchte jetzt hier zu dieser Linie parallel laufen sehen, die kommt jetzt auch. Und dann kann ich die hinsetzen. B ändert den Bezugspunkt. Da habe ich nochmal die Bezugslinie und kann die hier hinsetzen und habe hier diese Wände jetzt gesetzt, quasi ohne irgendetwas, einen Ursprung zu verändern und so weiter. Also Sie können das hier sehr, sehr einfach machen. Man kann das auch nochmal am Fenster zeigen. Ich nehme mal hier dieses Fenster, klonen, da hängt es dran. Ursprung hierhin in die Richtung Abstand 50 cm. So, wenn ich jetzt dieses Fenster zweimal brauche, mit einem Abstand von 1,26 m, dann gehe ich so vor, ich markiere dieses Fenster, gehe unter Bearbeiten und hier gibt es Verschieben mit Kopie, mit der Möglichkeit auch zu sagen, mit mehreren Kopien. Das heißt, da möchte ich mal zwei haben. Ich greife das hier an, das ist mein Bezugspunkt, hier hängt das Fenster. Ich setze den Ursprung hier hin, zeige in die Richtung, Abstand 1,26 m. Und damit haben Sie sofort zwei Fenster mit diesem Abstand gesetzt. Das ist das Gleiche, wenn Sie eine Stützenreihe setzen und sagen, 15 mal die Stütze mit 2,50 m Abstand. Oder Sie haben einen Dachbinder, haben den kopiert und sagen, den möchte ich jetzt 10 mal in die Richtung gesetzt haben. Also auch hier einfach das Kopieren mal mit Mehrfachkopie. Und wenn man jetzt nochmal bei den Fenstern weitermachen, klonen. So, wenn ich jetzt hier drauf gehe, dann sehen Sie, hier kriegen wir auch schon mal die Platzierung des Fensters in der Flucht und hier an der Stelle genauso. Also Sie können hier sehr, sehr einfach diese Konstruktionslinien mit annehmen.